Juhu, dieses Video hat ein kleines Problem mit dem Mikrofon. Ja, sag mal so, OBS, Settings musste zurückgesetzt werden, dies, das. Und ja, im nächsten Part wird das gefixt. Deswegen höre ich mich vielleicht hier und da mal an manchen Stellen übersteuert an oder ich bin deutlich lauter als das Spiel. Aber wie gesagt, wird im nächsten Part gefixt sein. Viel Spaß mit dem Video. Hallöchen Leute, willkommen auf TQ, mein Name ist Verschätzt, möchte ich gerne verarschen. Und willkommen zu einem neuen Match-Video. Es ist der 27.05.2022, 23:11 Uhr. Ja, es ist wieder nachts. Und ja, es sind 2 Wochen her, sind 2 Wochen vergangen, wo das ja letzte Match-Video rauskam. Aber hey, keine Sorge, ich habe alles vergessen. Nee, ich weiß schon wohin. Ich habe noch ein paar Dinge im Kopf, wo es ungefähr hingeht. Ja, ne? Ja, wieso kamen jetzt wieder keine Videos, Junge? Ja, viel Scheiße einfach. Real life, okay? Real life. Fertig. Mehr brauche ich nicht zu beschreiben. Aber ich habe tatsächlich was zu erzählen. Aber bevor wir damit anfangen, kurzer Reminder. Und zwar sind wir ja von hier, sagen wir von einer anderen Welt, sind wir dann erstmal hier hingekommen, sind erstmal durch diese, sagen wir, durch diese, ja, Schleuse durchgelaufen, hier hochgeklettert, und jetzt sind wir hier und jetzt erkunden wir mal ein paar andere Orte. Was ich aber in diesem Video über was ich halt sprechen will, ist einfach, ja, meine erste Arbeit, mein erster Ferienjob, den ich seit Donnerstag am machen bin, ja. Warte, kann ich da oben nicht weiter? Nee, 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 okay, ich komme hier nicht weiter. Seit Donnerstag am machen bin, ist jetzt, wie gesagt, Freitag. Ja, du, what the fuck, hallo? Ich hab kurz auf mein Handy geschaut, was für ein Tag heute ist. Und ich sag's mal so. Nach einem Tag habe ich schon Sonnenbrand auf meine Fresse und das tut echt nicht gut, aber hey, passt schon. Was mache ich überhaupt? Fangen wir es erstmal damit an, übrigens. Ah ja, hier kriegen wir das neue Item, mit dem wir wahrscheinlich, genau, mit dem wir wahrscheinlich diese Dreieck-Iron Man-Dinger aufmachen können. Ich glaube, es ist Iron Man 2, oder? Ich weiß es nicht mehr. So, Grapple Beam. Wir sind erstmal das hier und dann kann ich ja weiter erzählen. Feuere einen seilenähnlichen Beam ab, der sich an blauen Grapple-Punkten einhaken kann. Halte ZR gedrückt und drücke Y, um zu feuern. Bewege L nach dem Einhaken von dem entsprechenden Objekt weg, um an Grapple Beam Schleusen, Grapple Beam Blocks oder Grapple Beam Boxen zu ziehen. Alter, ich ernsthaft, wenn ich am Reden bin, ne, meine Nase, alles brennt, weil meine Muskeln bewegen sich, ja, und es tut weh. Durch Einhaken an einem Grapple-Swing-Punkt kann Samus hin und her schwingen. Wenn Samus den Grapple-Beam auf eine magnetische Oberfläche feuert, wird sie schnell zu dieser hingezogen. So, ZR gedrückt halten, dann einfach so machen. Ah ja, okay, das. Okay, so geil. Wir kommen endlich weiter, Leute. Es wurde auch langsam Zeit. Jetzt ernsthaft, wir waren so stuck, wie ich in meiner Waschmaschine so. Scheiße, wie kriege ich das jetzt? Hallo? Der war doch auf. Arschloch. Danke. Nein, Arsch. Oh, sag jetzt nicht nur wieder hochrennen. Oh, oder ich mache einfach so. Ah, ich kann jetzt die Tarzan spielen. Okay, geil, geil. Okay, super, super, super. So. Aber warte jetzt zu meinem Sommerjob. Das heißt Sommerjob. Ich habe ja eine Woche Ferien, für die es nicht wissen. Vom. Warte, ich öffne jetzt einfach. Fickt euch, ich öffne jetzt kurz meinen Kalender. Vom 23. bis den 29. Also halt diese eine Woche. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, das sind schon einige Monate vergangen, wollte ich ein Praktikum bei dieser einen Firma machen. Digga, fick dich. Hat aber nicht geklappt, aber sie hatten eine Stelle frei für mal so einen Ferienjob. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was? Sowieso, solltet ihr auch in Zukunft arbeiten wollen, falls ihr keine Influencer seid und so weiter, ist es immer gut zu arbeiten. Also immer so auf den Lebenslauf zu schreiben, yo, ich habe schon hier und da mal Sommerjobs gemacht oder Ferienjobs oder kleinen an irgendwelche Jobs, auch wenn es Tankstellen sind. Weil es ist wichtig für die, es ist nicht wichtig für den, was für eine Note du hast. Nur damit du Bescheid wisst, zum Beispiel, wir machen jetzt euren Realschulabschluss oder so. Den Firmen oder so ist es scheißegal, ob du jetzt eine 1 in Englisch hast oder eine 3. Denen geht es einfach nur darum, ob du eine gute Mitarbeit hast und ob du was im Leben gerissen hast. Wenn die sehen, okay, du hast Ferienjobs gemacht und was auch immer, dann denken sie, oh, okay, das ist jemand, der auch arbeitet. Und
dann holen sie dich halt eher. Das heißt, sie holen lieber jemanden, der zum Beispiel einen Hauptschulabschluss hat, aber sehr viel arbeitet, als einen Realschüler, der immer nur zu Hause rumgechillt hat. Mal als Beispiel nur. Ist jetzt nicht bei jedem Job so, aber normalerweise, also bei den meisten, kann man so sagen. Also, Leute, falls ihr irgendwann Bock habt, es ist auch leicht verdientes Geld. Ihr geht einfach ein bisschen arbeiten, kriegt Geld, Taschengeld, dies, das und könnt, keine Ahnung, V-Bucks kaufen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ja, klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich jetzt alles für meinen Job mache, Alter, Junge, Witz, was macht man alles für das Geld? Jetzt ernsthaft, man macht so vieles für ein bisschen Geld. Obwohl das, was ich mache, man verdient schon nicht schlecht. Aber ich erzähle ja gleich, was ich da mache. Aber ja, macht es auf jeden Fall. So, aber was mache ich denn jetzt? Und zwar mich so vorstellen, ich arbeite für die Bahn. Schwedische Bahn natürlich, Körper. Warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Ah, da lang, ne? Kann ich noch irgendwas mitnehmen? Da ist noch was. Ah, erhalten, okay. Das heißt, hier gibt es nichts mehr. Okay, dann gehen wir jetzt einfach erstmal hier hin. Alles klar. Jawohl. Und zwar bin ich halt der Typ, der zum Beispiel, es gibt ja hier und da mal Baustellen, also Arbeiten an den Zügen, Schienen meine ich jetzt. Und da müssen ja Ersatzbusse kommen, ne? Weil, wenn die Züge nicht fahren, wie sollen die Menschen dann vorankommen, ne? So, und da kommt der Typ, beziehungsweise ich jetzt im Spiel. Und zwar bin ich der Typ, der zu den Leuten, also ich gehe nicht unbedingt zu den Leuten hin, ich bewege mich einfach so hin und her, und die Leute kommen zu mir und sagen, ja, ist das dieser Bus, der von nach da und da fährt, oder wann fährt der Bus für, keine Ahnung, nach da und da, nach Hamburg. Und ja, dann bin ich halt der, der halt darauf antwortet, ich bin auch der, der unterstützt, zum Beispiel mit einem Kinderwagen, ne? Sie will in den Bus einsteigen, ich helfe da mit, ne? Ich pack mit an. Und irgendwann, was passiert hier gerade eigentlich? Was muss ich hier machen? Also, es geht ja gerade voll voran. Jo, was? Ferenia! Eine ganz neue Welt, hallo, was? What the fuck? Ich rede einfach hier auf einmal neue Welt, okay, krass. Hört sich erstmal langweilig an, vielleicht für einen anderen oder für die anderen irgendwie auch wieder zu viel, weil, oh, man muss mit zu vielen Menschen reden. Hängt auch natürlich vom Bahnhof ab und so weiter. Was für eine Uhrzeit? Ich arbeite von 12 bis 20. Und das ist das Ding. Ich laufe 8 Stunden lang hin und her, mache sehr wenige Pausen, also Sitzpausen. Ich stehe meistens. Deswegen auch mein erster Tag Rückenschmerzen wie sonst was. Ich denke nicht, dass ich alles in diesen einen Part erzählen kann. Vielleicht splitte ich das auch in zwei Parts, weil es ist schon interessant. Wie gesagt, es ist jetzt Freitag. Habe jetzt gestern und heute da gearbeitet und werde auch für die nächsten 2 Tage noch da arbeiten. Vielleicht werde ich dann neue Sachen lernen oder neue Erfahrungen sammeln und dann habe ich wieder mehr Stories zu erzählen. Was ich aber sagen kann, am Anfang, natürlich bei neuen Dingen, bin ich erstmal, kann es gut werden? Ich weiß nicht. Warte, kann ich einfach hoch? Hä? Warum? Samus, geht doch einfach da hoch. What the fuck? Wie wird es wohl enden? Was auch immer. Aber ich sag mal so, der erste Tag, also Donnerstag, weil ja Feiertag war, war sehr chillig, waren nicht so viele Menschen da. Und auch heute, weil halt Freitag ist und viele sozusagen die Brücke machen. Was ist die Brücke machen? Die Brücke ist sozusagen, jo, man hat einen Donnerstag frei wegen Feiertag. Dann nimmt man sich, keine Ahnung, für den Freitag frei, Krankenschein für den Freitag und dann hat das Wochenende meistens auch noch frei. Das heißt, so wie wir Schüler manchmal machen, die Schule schwänzen so. Nur dass es halt, oder halt auch, dass man sich abmeldet, was auch immer. Okay, warte mal, wie geht nochmal? Ah, genau so, okay, warte, gehen nochmal zurück. Und deswegen war auch heute auch nicht so viel los. Voilà, okay. Boah, chill, ja, ist alles okay, alles okay. Erstmal, was ist das für ein Ort, Junge? Schaut euch das an, der Hintergrund und alles. Was ist das? Bin ich hier auf ein Billionärshift oder so? Jetzt ehrlich. Wo war ich? Wo war ich? Wow, what the fuck? Das Ding ist, ich arbeite wie gesagt bis 20 und ihr könnt euch vorstellen, bin ich zu behindert oder was? Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich absolut am Arsch bin. Wirklich, hallo! Ich habe wirklich absolut keine Kraft, auch jetzt gerade dieses Video aufzunehmen, haben mir so viel Kraft gekostet, allein die Aufnahme zu starten. Ich denke mir so, ach, dicker Mensch. Oh, ich bin so am Arsch. Ich habe tatsächlich auch am Dienstag, glaube ich, auch ein Video aufgenommen. Die Datei ist aber korrupt. Das war kein Metroid-Video tatsächlich. Das war ein ganz anderes. Ich will jetzt nichts erzählen.
Aber da die Datei korrupt ist, aus irgendeinem beschissenen Grund, wurde ich jetzt gezwungen, jetzt dieses Video aufzunehmen. Und was ist jetzt hier eigentlich los? Okay, es ist sowas. Okay, alles klar. Und ich möchte euch so vorstellen. Sorry, wenn ich ein bisschen am Sniffen bin. Eine Sekunde. So. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn die Sonne scheint extrem. Es war nicht 30 Grad, 30 Grad, da war ich extrem glücklich. Stellt euch vor, es ist 30 Grad und ihr müsst 8 Stunden lang draußen rumstehen. Irgendwie scheiße ist das. Es war Gott sei Dank nur 20 Grad ungefähr. Es war sehr, sehr angenehm. Auch Bäume zum, sagen wir, ein bisschen zum Verstecken, schattenmäßig, dies, das. Ah, okay, geil. Oh, Pharao, aber Samus-Style, was? What the fuck? The fuck? Oh, das sind die ersten Sekunden! Das war die! Diese Hure. Jojo, Samus, chill, 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 chill. Nicht ausrasten. Oh, wow, chill, 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 chill. Alles ist gut. Alles ist gut. Okay. Was soll jetzt passiert? Oh ja! Okay. Hacker, ja. Hä? Da war eine Person? Ist da eine Person drin? Oder irgendwie digital, so WLAN, Netzwerk, School Network? WLAN 10? Hallo? Eule? Bist du mein Vater? Hallo? The fuck? Ja, okay, er ist locker 100 Jahre. Warum schießt du nicht einfach? Und wenn's, ich würde einfach schießen, einfach aus Prinzip. Weil alles hier am Arsch ist. Nee, jetzt nicht. Okay, what the fuck passiert hier jetzt gerade? Das habe ich noch. Wir haben jetzt schon. Assalamualaikum. Wo? Wir haben schon so vieles erlebt und auf einmal kommt das. Ist so geil. Aha. The fuck. Tatsächlich achte ich eher auf die Bilder als auf den Text, weil der Text juckt mich eh nicht. Sowieso höre ich ihn ja zu, weil ich kann seine Sprache. Es ist sehr, 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 sehr leicht. Ich sehe da sehr viele Fairies. Ich meinte Eulen. Sehr gruselige Eulen. Sehr viele Vögel. Die miteinander vögeln. Was? Er ist besessen von Macht. Aha. Der Typ ist also besessen. Der da. Der mich umbringen wollte am Anfang. Die groß genug ist, um die Galaxie zu ZDR. ZDR, Zentral Deutscher Rundfunk. Was laufe ich da? Aha. Also sehr gefährlich, dieser Typ. Ja. Oh, wie lieb. Das ist aber lieb. Aha. Für das Fangen von Metroids zu treffen. Aha. Ich verstehe absolut nichts. Aber hey, es hört sich cool an. Der hat es überlebt, so. Das ist sehr cool, oder? Ist auch positiv. Aha. Vor allem wegen mir, weil ich bin krass, deswegen konnte sie nicht weitermachen, dies, das. Fähigkeit, ein X. Oh mein Gott, ein X-Gamer 2018. Kannst du jetzt aufhören zu reden? Ich will zocken. Infiziert. Corona! Ja. Ich weiß, sie wurden infiziert. Dennoch gelang es Raven Beak mit einiger Mühe, sie zu kontrollieren. Oh nein! Warte, haben wir das nicht direkt am Anfang des Spiels gesehen? Oder irgendwelche, keine Ahnung, Clips? So trailermäßig vielleicht auch? Naja, ich habe sie bereits vernichtet. Das weiß ich natürlich. Weil ich das Spiel auch so aktiv spiele. Die Ausrottung der Metroids, oh. Ja, sie hätten einfach, ja, deren Plan ruinieren müssen. Oder seinen Plan ruinieren müssen. Ja, ruiniert, aber.
Da bist ja noch du. Was, muss ich mich jetzt umbringen oder was? Was willst du? Soll ich die anderen noch umbringen? Soll ich dich umbringen? Aha. 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 Ach so. Ach so. Okay, will meine DNS klauen. Das ist so wie die Corona-Info. Nur in cool. Geh hier entlang, ich habe das Tor geöffnet, ohne Witz. Ob von Musik her, von Zwischensequenzen her, von alles, was mit dem Spiel zu tun hat, ist einfach nur geil. Und wo jetzt? Aha. Ja. Ja, okay, Bruder. Okay, er ist jetzt tot. Okay, cool. Er hat mir das alles erzählt, um dann zu sterben. Oh nee, warte. Ey, yo, chill, 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 chill. Arschloch, Arschloch. If you do not die, I will kill you. Oh fuck. Das ist natürlich sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot. Ich bin tot. Das ist ja super! Das Ding ist nur. Was mache ich jetzt? Ich sag jetzt nicht, ich muss die ganze. Ich stell dir vor, ich muss die ganze Scheiße wieder hören. Ah, oh, geil. Nee, oder? Ich kann jetzt die ganze Scheiße wieder hören. Nee, fällt überspringen, ihr könnt mich mal. Okay. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Peine 2. Ah, ja, übrigens, das Video wurde genau dann gedreht, als Tobi die City Skyline gemacht hat. Und deswegen sage ich einfach so, random Peine 2. So, falls ihr euch fragt, was laufe ich für eine Scheiße, schaut euch das City Skyline Video an, das ist sehr geil. Ernsthaft, nur durch Tobi kenne ich das Spiel überhaupt so genau. Und ich bin jetzt echt interessiert, also ich will das Spiel spielen. Das Ding ist, ich habe noch eigentlich sehr viele Storys zu erzählen. Okay, ich versuche es noch einmal und dann mache ich einen Cut, bis ich das hinkriege. Jetzt ehrlich, das macht sonst keinen Sinn. Ich habe noch einiges zu erzählen bezüglich der Arbeit, die ich gerade mache. Für das Ding, also ich weiß auch gar nicht, ob jeder von euch das überhaupt verstanden hat, was ich mache. Ist halt einfach, ich bin der Typ in meiner orangenen Weste, der die Kunden hilft. So. Natürlich werde ich bezahlt, als ob ich das freiwillig mache. Junge, wenn ich würde das niemals freiwillig machen, weil vor allem 8 Stunden lang stehen bleiben. Ich meine, es ist gut. Ich sehe es positiv, weil ihr kennt mich, ich sehe immer alles positiv. Ich meine, ich habe seit 2020 sitze ich ja eigentlich nur. Und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mal, sagen wir mal, ordentlich, sagen wir, in dem Sinne Sport zu machen, dass ich mindestens 10.000 Schritte am Tag mache, anstatt nur 5.000 oder so. Oder auch mal, dass ich auch mal, sag mal, richtig stehe, weil auf dem Stuhl ist dein Rücken am Arsch, weil es so fucking krumm ist, weil man sitzt immer so krumm wie ein Hurensohn. Aber jetzt ausnahmsweise mal, es steht man halt die ganze Zeit, deswegen bleibt auch dein Rücken gerade, ne, je nachdem. Und ich sag mal so, am ersten Tag, ich kam nach Hause, zu Hause an und ich bin auch mit dem Auto erstmal nach Hause gefahren. Und ihr könnt euch so vorstellen, als ich fertig war, mein Rücken, alles tat weh, meine Hüften, mein Knöchel, alles tat weh. Das war heute nicht, weil es einen Tag später, es war vollkommen okay. Es war halt nur am ersten Tag, wo ich komplett überfordert war, also ich überfordert mit, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, also wirklich, mein Körper war einfach überfordert. Weil, hallo, ich arbeite auf einmal, hallo. Mein Körper denkt sich so, was machst du, Bruder? Eine Sekunde. Ich musste, für den Weg nach Hause habe ich erstmal ein Tempomat reingemacht, habe mein Auto fahren gelassen. So, ich habe jetzt keinen Autopilot, aber ihr wisst, was ich meine. Und er ist tot, okay. Ich habe jetzt keinen Autopilot, aber ich habe ja dieses automatische Fahren trotzdem irgendwie drin, dass ich kein Gas geben muss oder bremsen. Jedes Mal, wenn ich gebremst habe, dann tat mein Fuß weh. Das war so ekelhaft. So, was ist jetzt los? Aha. Ja, okay, dumm gelaufen. Warte, wir brauchen einen Speicherpunkt. Wo ist hier ein Speicherpunkt? Ich muss speichern.
Ja, ist der platt? Sieht aus wie Paper, so Paper Mario Stil. So, auf einmal Papier. The fuck? Okay. Was genauso immer auf der Arbeit bei mir passiert ist, weil ich habe jetzt schon, wie gesagt, in den letzten 2 Tagen viel erlebt tatsächlich. Dummes Zeug. Da habe ich gemerkt, wie dumm Menschen sind. aber auch schöne Sachen. Aber die kann ich dann vielleicht auch mal in ein Zelda-Video ansprechen. Die Frage ist, wann mache ich überhaupt so ein Zelda-Video? Das ist eine sehr gute Frage. Absolut irgendwie. ich sag's mal so, irgendwann kommt's. Irgendwann kommt's. Warte, bevor ich da hingehe, warte, da kann man doch auch rein. Ah. Kann ich dich umbringen? Ah, ich kann aber hier hin. Ist hier vielleicht was? Kann ich hier. Nee, okay. Hier gibt es nichts. Kann ich hier vielleicht oben hin? Nee, okay, da kommen wir von oben runter. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Mal schauen wir mal, was da abgeht. Aber dafür muss ich mich erstmal dran heften. So. Moin. So. Aha. Warte mal, wie geht das jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Wie geht das jetzt? The fuck, warte mal. Warte mal, wie ging nochmal diese Attacke? Dieses Superrennen? Bombe, Spider, Speed Booster hier. Ah, genau. Okay, machen wir das mal. Ah, lol, Leute, erinnert ihr euch noch? Ganz am Anfang, ich glaube, es war ein Katara? Nee, das ist Avatar. Die zweite Welt, glaube ich, Kataris oder so. Oder nee, das war nicht Katara, das war eine ganz andere. Leider kann ich irgendwie nicht komplett rausgucken, irgendwie. Oder vielleicht geht das, ich weiß nicht wie. Da gab es auch so eine Stelle. Jetzt kann ich auch dadurch sprinten. Warte, ich möchte sie umbringen, weil es macht Spaß, umzubringen. So, hier hoch. Okay, das ist Eis. Wir gehen trotzdem mal hier rein. Oh nein, Eis. Okay, cool. Was ist hier? Ah, fuck. Ja, geil. Okay, ich kann wieder hier hoch. Wenn das geht, danke. Okay, warte, wie mache ich das jetzt? Oh, the fuck, wie mache ich das? Okay, das scheint ein bisschen kompliziert zu sein. Eine Sekunde. So, jetzt hier ganz viele Bomben platziert. Wait, what? Wie soll ich das machen? Ich meine, hä? Ich muss ja doch, muss ich. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt mal hier durch. Ah, ist hier ein Teleporter. Okay, dann gehen wir hier rein und keine Ahnung, mal gucken. Geht's jetzt hin? Ah, jetzt geht's zurück nach Dairon. Ja, es war Dairon, glaube ich, ne? Wo man diese Attacke, diese Fähigkeit, meinte ich, nutzen kann. Ah, mal sehen. Und ihr habt auch übrigens gesehen, dass ich irgendwie in Stream-Fieber war in den letzten Tagen. Aber seit Donnerstag nicht mehr. Ihr könnt euch vorstellen, warum, wenn ich bis 20 Uhr arbeite und erst um 21 Uhr zu Hause bin, weil, keine Ahnung, Verkehr und so weiter, und ich gehe auch manchmal auch so mal hier und da mal kurz was essen und dann brauche ich wieder so ein bisschen. Ich bin dann erst spät zu Hause und bin komplett am Arsch. So, jetzt tut mir nicht alles weh, aber es drückt trotzdem, meine ich, ne? Und das zieht trotzdem irgendwie die Kraft und ach du Scheiße, es ist so widerlich. Aber hey, immerhin habe ich die Tage davor gestreamt und Tobi versucht auch irgendwie die Videos rauszuhauen. Ja. Und da ist wieder ein Typ, der mit mir reden will. Okay, dann schauen wir mal. Was willst du von mir? Unser Freund vom Stamm der Toha hat viel erzählt. Nun wissen wir, warum die EMMI dich verfolgen. Ja. Hergelockt, er will die Metroid-DNS, die nur in dir existiert. Ich kann bestätigen, dass Quiet Robe alle Verbleibenden deaktiviert hat. Du solltest die Oberfläche nun gefahrenlos erreichen können. Die Oberfläche, was? Geil. Der Weg, den Quiet Robe geöffnet hat, ist in Burenia. Kehre sofort dahin, nee, dorthin zurück. Burenia. Wo war das nochmal? Irgendwo, ich war es nicht sogar ganz links. Auf jeden Fall, Leute. Das werden wir im nächsten Part abchecken. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert nicht vergessen, damit ihr bloß keine Folgen mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao, Leute.